Ja, hallöchen, liebe Freunde, hier ist euer Foxy. Ja, mit einem kleinen, nehmen wir das mal wieder Demo. Zumindest steht das da drauf. Man muss sich da registrieren und anmelden und dann kommt man hier auch auf einem Spiel drauf. Soweit habe ich es dann jetzt schon gemacht, mich registriert und angemeldet und dann kommt man hier auch auf ein, ja, Sache drauf. Hier steht drauf, lerne zu kämpfen und zu bauen. Da will ich auch einfach mal sagen, ich lerne einfach mal zu bauen und dann beginnen wir dann einfach mal gleich das Spiel. Könnte natürlich ein interessantes Spiel sein, alle die Bauspiele mögen und das werde ich jetzt hier einfach mal ausprobieren. Lass uns das erste Haus vor Ort bauen, dann klicken wir einfach mal auf OK und habt da unten also eine Baufunktion und dann bauen wir doch mal was. Eine kleine Hütte oder was? Ja, ich darf also mir im Moment nichts aussuchen, wo ich das hinstellen will. Also bauen wir das einfach so ganz normal auf. Jetzt brauchen wir also Wasser, gehen wir auf Produktion. Also ganz simpel und einfach und bestätigen das dann. Hier brauchen wir dann eine Straße, dann müssen wir also eine Straße bauen. Also wie gehabt, Häuser zu Straßen bauen und sowas alles benötigen auch eine Straßenverbindung. Klar, natürlich benötigen wir sie. Also brauchen wir jetzt eine Straßenoption. Das bauen wir dann hier und bestätigen wir es einfach mal. Aber ich glaube, das war jetzt noch nicht so ganz so richtig einfach zu bestätigen diesmal. Was, ist schön, großartig. Das war, ja. Okay, damit haben wir. Wir brauchen noch 5 Wasser. Sammle es vom Brunnen. Gut, dann klicken wir jetzt einfach an. Ah, es ist ein Klickspiel. Haben wir schon mal Wasser. Okay, lass uns ein Haus verbessern. Verbessern wir das Haus schon mal gleich. Warum eigentlich? 5 Wasser aufwerten. Werten wir das Häuschen einfach auf und schon ist es ein bisschen größer. Hier laufen die Leute rum. Die, wenn wir alle Wasser gebrauchen, 17 Wasser und sowas alles. Ah, da brauchen wir bestimmt eigentlich mehrere solche Dinge. Klick auf das Haus. Und auf das Aufwertungsfenster. Was haben wir? Habe ich doch vorhin schon. Achso, kann ich jetzt nochmal aufwerten? Nee, hier steht drauf, da brauche ich, aber sie fehlt. Ich brauche mehr Wasser. Brauchen wir noch 5 Wasser? Ja, dann muss ich also warten, bis wir 5 Wasser bekommen. Wir brauchen die auch Waffen und alles. Kannst du es vom Brunnen andere Spieler sammeln? Hier? Ja, guck mal, ich krieg doch Wasser. Hey! Aufwerten! Komm, wir können mehr aufwerten. So, zack. Okay. Bauen wir glatt doch noch einen auf. Yes. Belohnung beanspruchen. Ha, 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 ha. So, fantastisch. Lass uns das Haus weiter verbessern. Okay, machen wir. Gib mir her das Wasser. Kann ich noch nicht. Ich muss das Haus verbessern. Also hier bekommt man wirklich sehr gute Anweisungen. Im Moment jetzt brauchen wir natürlich auch noch Federn irgendwie. Da werde ich wohl zusätzliche Aufbausachen kriegen. Das werde ich wohl hier mit einer Forschung machen. Okay, dann wollen wir doch mal hier forschen. 3, 2, 1. Ah, ich merke schon, das wird so, ich kann das nicht machen. Scheiße. Wollte ich hier schon wieder lossammeln? Man sagt immer, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut, aber ich würde mal sagen, es klappt doch eigentlich schon. Schon habe ich ein bisschen Holz gekriegt. Das ist immer gut. Hier schaufeln wir auch nochmal. Können wir jetzt überall schaufeln? Das ist ja gut. Geil. So, hier schaufeln wir alles eher auf meinen Lagerraum. Sehr schön. Okay, jetzt wollen wir einen Händler bauen. Bauen wir. Benötigt ein bisschen Holz. Können wir den nichts auch ausbauen. Also hier kriegst du wirklich im Moment sehr viel Unterstützung, wie wir das machen. Das fehlt, okay. Brauche ich ein paar Federn. Da klaue ich einfach hier draus und dann können wir auch die Federn machen. Aufwerten. Hier wird einfach gefunden. So läuft das Spiel also. Man muss hier aufwerten, aufbauen, rumhantieren. Wird noch gebaut. Jetzt dauert die Zeit des Bauens auch schon ein bisschen länger. Sehr schön. Also
Gut, es ist sowohl ein Standardspiel, wo man wieder sammeln und bauen und sowas alles muss. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen was für euch ist. Aber es ist neu, halt noch als Demo-Version erhältlich. Sollte irgendwann noch rauskommen dieses Jahr. Wann genau, gibt es noch keinen Zeitpunkt. Aber okay, so kann man schon mal gucken, ob das überhaupt was für denjenigen oder derjenige ist. Hier zur Aufwertung. Jetzt können wir hier natürlich hier auch noch mal ein bisschen was aufwerten. Wir haben hier Holz. Jetzt braucht man natürlich wieder mehr Holz, um das zu machen. Was ist das denn hier noch? Arbeitsbedingungen. Ja, machen wir es doch. Karte ausspielen. Glückwunsch, du kannst jetzt die Grundlagen des Städtebauens. Dankeschön, lerne zu kämpfen. Dann wollen wir jetzt auch noch mal das Kämpfen erlernen. Wenn du hier daraus übernehmen willst, musst du die Grundlagen des Kämpfens erlernen. Wähle eine Region aus. Ja, machen wir doch glatt mal. So, hier. Wir machen mal Kämpfen. Markiere das Ziel des Angreifers. Oha. Hier ein paar mehr. Einer gegen so viele oder was? Gut, wählen wir doch mal die Pfeile aus. Schießen mal hier drauf. Und was passiert? Oh. Läuft ein bisschen anders als erwartet. Und jetzt hier nochmal. Komm her. Zack. Hoppla. Sende deinen. Ja, dann wollen wir das nochmal hier anklicken. Hier darf ich, hier kriege ich auch Hilfe, Unterstützung. Kann ich mir Soldaten hinstellen oder was? Oh, los geht's. Jetzt kommen sie da. Dann heißt das, da muss man wohl auch Kaserne bauen und bestimmt Leute bauen, um überhaupt solche Matches an sich zu ziehen. Da guck mal, einer fällt schon um. Nein, kommt doch halt durch, Leute. Komm, Attacke. Da kriege ich einen Bugs jetzt. Ja, komm, das schafft er. Komm. Sieg! Ich habe gewonnen. Feindbesieg. Opferzahl. 6. Oh, so viel. Belohnung beanspruchen. Ich bekomme ein paar Marken. Sehr schön. Toll, wähle deine Legion aus. Okay, mache ich doch glatt. Dann wollen wir doch mal hier gucken, dass wir hier ein bisschen zwei Konsorten auffüllen. Da. Ah, sag ich ja. Hier kann man sich die Leute auswählen. Ob mehr man hat, ob so schneller bekommt man an den Sieg ran oder so. Auch hier ist das nichts Neues. Und hier kann man dann halt diese Schach spielen, anscheinend. Und weiter wird gekämpft. Und zwar bei denen. Oh, los geht es. So, da können wir unsere Leute schon mal zuschicken. Einmal hier. Ah, ich habe. Also, eigentlich kann ich, glaube ich, gar nicht verlieren. Jetzt gehen wir in Stellung oder was? Darf ich jetzt mehr machen? Aha, hier markiere ich erstmal, wohin ich gehe, anscheinend. Oh, Hinterhaltangriff oder was? Gib mir doch die Pfeile. Nach Anschleichen, dass wir jetzt nur den Großen nehmen oder wie? Einen habe ich noch. Ein Zug. Züge, um vermutlich nicht direkt aus dem Vorgeist anzutreten. Aua. Guck mal, gleich der Meister wird angegriffen. Damit ich gleich den Boss machen kann, ohne dass ich da großartig. Ah, jetzt verstehe ich das Spiel. Gut, Sieg. Yay. Yippie-a-yay. Finger in den Piep. Wir wollen noch mal beanspruchen. Sehr gut. Das ist beeindruckt. Kann ich jetzt noch irgendwas einsammeln hier? Nee, ne? Gut, dann wollen wir doch mal hier aufsteigen. 7 plus 7 Kommandopunkte. Jetzt kann ich also mehr Kommandos angeben. Julius, halt durch. Wir schaffen das.
Rom wird an einen Tag gebaut. Glückwunsch zum Abschluss deiner Grundausbildung. Dein Reich erwartet dich. So, dann habe ich schon jetzt die Grundausbildung erlernt. Und jetzt gibt es natürlich hier ein paar Quests. Ein paar Sachen, die man natürlich kaufen kann. Ist das wirklich eine Demo? Ich meine, sowas gelesen zu haben, aber das sieht mir eher aus wie Geld. Hier muss man bezahlen. Also wird das Spiel wohl auch mehr oder weniger kostenlos geben. Wenn wir das hier nochmal kurz angucken und euch nochmal berichten, weil das ist schon merkwürdig alles. Wir besuchen mal die Shop-Seite. Um hier wirklich, ja, es ist eine Demo, die man herunterladen kann. Geplante Veröffentlichung 2022. Also wann es genau kommt, ist wohl nicht raus. Also man sollte sich vielleicht überlegen, ob man überhaupt schon je ein Pfennig dafür ausgibt. Nur, was haben wir denn hier? Brunnen aufwerten. Was kriegen wir wohl hin? Guck mal, gib her das Ding hier. Wir aufwerten mal den Brunnen. Was brauche ich? Holz. Das tun wir doch glatt mal. Habe ich gemacht. Habe ich Erfolg fertig, oder? Achso, auf Stufe 4. Das, ihr seid doch... Scheiße seid ihr doch. So, komm, wir kramen jetzt ein bisschen Holz weg. Du erhältst aus Platzgründen nicht den vollen Betrag für. Nein. Warum nicht? Was ist hier los? Ich habe... Was ist denn? Komm schon. Ich kann hier gar nicht, oder was? So, hier. Ja, okay. Platzmangel. Aufwerten. Schön. Nein. Nein, jetzt habe ich zwei... Nein. Nein, 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 nein. Stufe 2. Stufe 2. Ah! Holz sammeln. Komm. Auch hier gibt es die Punkte, die man vermutlich hier alles machen kann. Karten, Allianzen, Angriffe kann man machen. Sehr interessant. Informationen gibt es hier. Was haben wir denn hier noch? Es gibt keine Karte. Bis jetzt hier habe ich auch noch nichts frei. Ich kann hier nur höchstens Brunnen aufwerten. Und vorankommen. Hier aufwerten. Ich brauche Wasser und Federn. Ja, gib her die Federn. Komm, wir nehmen aus Nachbarländern, klauen wir auch alles raus, damit ich ein paar Sachen bekomme. Hier, guck mal, kriegst du sogar Holz, Wasser, Federn und wir können aufwerten. Nee, nicht Stufe 1. Wieso Stufe 1? Stufe 2, komm, aufbauen, komm. Komm, gib her die Federn. Die werde ich brauchen. Kann ich dich auch noch was machen? Komm her, wollen wir hier noch einen Kampf? Nee, können wir gar nicht. Können wir hier noch was machen? Ist voll. Dafür braucht die Caesar-Punkte, die hier oben, um hier auch noch mehr zu machen. Also im Großen und Ganzen komme ich jetzt sehr gut vorwärts. Ich begreife das. Hier kann ich... Oh. Zu wenig Kommandopunkte. Ah, dafür braucht die Kommandopunkte. Ah. Ich verstehe, ich verstehe. Komm, wir entfernen das Ding. Komm, wird weggenommen. So, zack, eingelagert. Guck mal, ich kriege hier wieder ein Pünktelein. Was ist hier? Da brauche ich ein bisschen mehr Ruhm. Ruhm und Ehre. Die kann ich sogar woanders hinstellen, wenn ich wollte. Hier, was ist hier? Kann ich irgendwas angreifen, hier nochmal Attacke machen oder so? Nee, ne? Komm her, du kommst nach Hause. Den kann ich vermutlich noch angreifen oder sowas. Kein Schimmer. Den Brunnen wollen wir jetzt noch abgucken. Und dann, was ist das hier? Tutorialstadt. Hallo? Wollen noch deutlich mehr. Aber ich glaube, ich habe keinen Platz mehr. Alles ist schwarz. Muss ich den Brunnen aufwerten, wa? Um mehr Lagerung zu kriegen. Oder man kauft sich hier Geld. Guck mal, 139 Euro für so und so viel gewisse Sachen. Es ist einfach nur Wucher. Doch, hier, guck mal, jetzt kriege ich Wasser. Guck mal, es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall. So wird ausgebaut.
Aber das dauert auch mittlerweile 4 Minuten. Die Ausbauung wird mehr oder mehr immer schwieriger werden. Also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob der eine oder andere dieses Spiel auch wirklich mag. Weil es wird wirklich sehr, sehr, sehr mühselig werden. Solche Spiele wie auch die Handyspiele meistens sind. Immer nur Geld ausgeben und. Ich hoffe, euch hat das da ein bisschen mit geholfen, was das für ein Game ist, ob ihr das überhaupt spielen wollt. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Immer dran denken, wir sind nicht fix, sondern die Foxys und Game Over.